Wulff oder Gauck? Haben Sie schon Ihren Favoriten für das Amt des Bundespräsidenten? Könnten wir direkt wählen, dann würden wir eine Überraschung erleben. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage würden 42% der Bürger für Hans-Joachim Gauck stimmen, den Kandidaten von SPD und Grünen. 32% wären für Christian Wulff, den Unionskandidaten. Doch die Wahl trifft die Bundesversammlung und hier stehen rechnerisch die Chancen für Gauck schlecht. Dennoch, viele in der Union, gerade auch in Brandenburg, halten Gauck, den ehemaligen Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, für den besseren Kandidaten. In der Brandenburger CDU-Basis brodelt es. Benedikt Maria Mülder und Max Thomas Mehr. Gerade eben für die Ostdeutschen ist es ja auch das Thema Gauck sehr interessant, ne? Weil er eben ehemalig BSTU, ne? Und deswegen bin ich der Meinung, dass sich dann hier auch schon ein bisschen die Meinung splitten. Zwischen Herrn Wulff und Herrn Gauck, selbst in der Union. Ne? Dienstagabend in Potsdam. Der CDU-Ortsverband Eiche-Grube-Golm. Die schnelle Festlegung der Koalition auf Christian Wulff als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl erregt den Unmut der Basis. Der Bürger hat den Eindruck, mit dem ich gesprochen habe, dass das wirklich nur intern gemauschelt worden ist. Hin und her, gibst du mir, mache ich dieses oder so etwas. Das ist nach meiner Meinung führt zur Politikverdrossenheit. Man schätzt den Politprofi aus dem Westen. Doch auch der einstige Stasi-Aufklärer Gauck genießt große Sympathien im CDU-Ortsverband. Dem Ministerpräsidenten Wulff kann man natürlich auch die Befürchtung haben, dass er eine Lücke in seinem Land hinterlässt, wo er doch gerade seine Kabinettsumbildung so toll gemacht hat mit unserer ehemaligen Landesvorsitzenden. Das Duell um den Spitzenposten der Republik wühlt das ganze Land auf. In der Gunst der Bürger liegt Joachim Gauck noch vor dem Niedersachsen. Auch in Potsdam. Gauck, ganz klar. Warum? Weil er nicht so viel mit der Politik zu tun hat wie der andere. Weil er einfach diesen Anspruch einer Überparteilichkeit besser repräsentieren kann. Einfach aufgrund seiner Vita natürlich eine ganz andere Erfahrung mitbringen kann. Wir brauchen Personen, die nicht aus der Politik kommen, die nicht geklüngelt zusammengestellt werden, sondern Leute, die sich auf andere Art und Weise hervorgetan haben. Wulff. Gauck, die Gauck-Behörde und so weiter, das war halt eben, und damit können wir im Saarland nicht viel anfangen. Schade, dass Sie den Gauck nicht vorher aufgestellt haben. Von der Regierungsspitze gefragt ist aber der Mann aus dem Westen. CDU-Urgestein und jugendlich wirkender Ministerpräsident. Mit ihrer Entscheidung lösten die Kanzlerin und die übrige CDU-Spitze in den eigenen Reihen heftiges Rumoren aus. CDU-Politiker wie der ehemalige brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm, er wählte auch den letzten Bundespräsidenten als Wahlmann, forderten einen überparteilichen Kandidaten. Schönbohm fragte sich im Spiegel, warum es nicht möglich war, sich im bürgerlichen Lager mit der SPD auf Gauck zu einigen. Ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen gewesen, wenn man sich auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hat. Denn Horst Köhler ist ja von den Parteien angegriffen worden zu einem Zeitpunkt, als es auch um eine schwierige Fragen ging. Es hat sich gezeigt, dass die Parteien da nicht zusammengestanden haben. Wenn sie einen gemeinsamen Kandidaten gewählt haben, könnte man dieses aller Voraussicht nach ausschließen. Auch der brandenburgische Generalsekretär der CDU, Dieter Dombrowski, ebenfalls Wahlmann am 30. Juni, ist voll des Lobes für Joachim Gauck. Es gibt wirklich keinen in der Union, der auch nur ein schlechtes Wort über Herrn Gauck sagt. Und dafür gibt es überhaupt gar keinen Anlass. Doch beide Politiker kündigten gegenüber Klartext an, auf der Bundesversammlung für Christian Wulff zu stimmen. Was zählt, ist eben die Parteiraison. Aber die Rechnung muss nicht aufgehen. Joachim Gauck, der Mann mit dem philosophischen Weitblick und einem unbedingten Freiheitsbegriff, mobilisiert auch in der FDP Sympathien. In der brandenburgischen Landtagsfraktion gibt es lebhafte Debatten. Hallo. FDP-Wahlfrau Marion Vogt will sich erst am 30. Juni festlegen. Ich bin nicht bereit, in irgendeiner Form ein imperatives Mandat auszufüllen. Und meine Gedanken sind auch noch nicht beendet. Bis zum 30.06. laufen ja noch ein paar Tage ins Land. Und ich werde mich dann für den entscheiden, den ich vor meinem eigenen Gewissen verantworten kann. Zeit der Reife. 21 Tage sind es noch bis zur Abstimmung. Dann wissen wir endgültig, wer der nächste Bundespräsident sein wird. Und wir wissen auch, ob sich die Parteiraison durchgesetzt hat. Vorschläge, wie man der Flut pensionierter Bundespräsidenten Herr wird, gibt es jedoch schon heute. Jetzt haben wir schon vier, die auf Rente sind. Ne? Jetzt nehmen Sie noch den Wulff.
Der ist 51, mit 61 geht er in Rente. Ne? 10 Jahre hat er das abgesessen, der kriegt ja 30 Jahre Rente. Seine Frau ist noch 20 Jahre jünger als er, der kriegt ja noch mal 30 Jahre länger Rente. Ne? Und dann haben wir also, wir können wir lieber einen Kaiser wieder anschaffen, wird doch billiger.